So, da sind wir schon direkt bei der nächsten Aufgabe. Wir sammeln jetzt mal Cash von den Brunnen und Gegnern in Pandora. Also die Gegner lassen auch das Geld liegen, also das, was sie selber eingesammelt haben. Was es mit dem Geld selbst auf sich hat, weiß ich aber jetzt auch gerade nicht. Also wenn ihr da auch Infos habt, gerne in die Kommentare damit. Wie gesagt, mit den Schilden werden wir jetzt erreichen, weil die Schilde laden sich halt einfach simpel von selber auf. In dem Sinne, wie immer, Arena. Habe ich eigentlich die größte Ruhe, sage ich jetzt mal, und kann ruckzuck in die nächste Aufgabe gehen. Also wie gesagt, was die Schilde betrifft, die laden sich halt selber auf. So, dann in eigener Sache, wie immer, danke für die 62 Abonnenten. Ich hätte eigentlich nie gerechnet, dass ich so schnell Abonnenten habe, überhaupt, weil Fortnite ist in Anführungszeichen jeder streamt oder macht Videos über Fortnite in meinen Augen. Weil es klar, das Spiel kostet nichts, Content kannst du ruckzuck machen. Ich hatte ja eigentlich vor, auf dem Kanal noch FIFA mit reinzuholen, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll zeitlich. Und wie gesagt, wenn ihr die 10 Euro gewinnen wollt, guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung, da habe ich extra ein Video gemacht, wer ich bin, etc. und auch zu dem Gewinnspiel, wie das abläuft. Also in dem Sinne, guckt einfach mal da rein. Wenn ich euch irgendwie weiterhelfen konnte, schon bisher, vorher oder jetzt erst, wie gesagt, ich würde mich über ein Abo natürlich sehr freuen, auch gerne über ein Like. Oder ihr schreibt einfach mal was in die Kommentare, wie ihr das ganze Event so findet zum Beispiel. So, wie ich gesagt habe, jede Flugzone geht jetzt in Richtung. Es wird 100 pro die nächsten 1-2 Wochen keine geben, die so fliegt. Keine. Behaupte ich jetzt einfach mal. Alles immer so schön nah da dran. Ich sage, das ist jetzt die dritte Runde, wo ich da lande. Und das dritte Mal, wo ich quasi direkt rausspringen und dahin springen kann. Direkt. Einmal von der anderen Seite und jetzt das zweite Mal von hier der Seite. So, ich gehe aber wieder zu meinen Containern. Ja. Das Problem ist, warte mal, diesmal komme ich besser. Ich glaube, hier ist keine Kiste. Oder? Hier ist gar nichts. Doch eine Bombe. Ach so, kam er immer darunter. Ah, wie ihr seht, die Schilde jetzt fertig aufgeladen. So, hier, so eine Kiste sehen die jetzt aus. Ist hier Geld drin? Ja, da seht ihr das Cash. So sieht das aus. So, hier haben wir schon mal safen Gegner. Ich habe meine Sensi einfach zu stark eingestellt. Zack, da ist schon der zweite Kill. Und wie ihr gesehen habt, aber auch das Cash. Ne, keine Chance. Ich hätte warten sollen, bis mein Leben sich aufgebaut hat. So, das war halt mal nix. Aber wie ihr gesehen habt, so sieht halt das Cash aus. Wie gesagt, vom Gegner, es liegt dann auch da. Für was das zu gebrauchen ist, weiß ich halt leider nicht. Also wie gesagt, wenn ihr das rausfindet, gerne in die Kommentare schreiben. Weil eigentlich, keine Ahnung, warum soll es auf einmal Cash geben im Spiel? So, das waren die Schilde. So, jetzt probieren wir die Cash-Aufgabe aber auch noch fertig zu machen. Ah, ne, die Cash-Kiste kriegen wir, ja doch. Na, mal gucken, vielleicht kriegen wir es fertig. So, Gegner, vielleicht auch. Ja, das Cash werden wir nicht fertig kriegen. Ich denke eher, dass wir die Truhen fertig kriegen. Wir gucken einfach nochmal rein. So. Und wie gesagt, wer bei mir gutes Gameplay erwartet, der ist leider falsch. Dafür gibt es halt die E-Sportler. Hier ist einfach nur Just for Fun. Ich will auch nicht zu den oberen 1000 gehören in Deutschland, von daher nicht wundern. Aber meine Sensibilität ist irgendwie deutlich zu hoch. Sache, wo ich letztens gespielt habe mit ein paar Leuten aus dem Stream, habe ich die Sensi einfach mal hochgedreht, aber die dreht sich irgendwie zu schnell. Es hat halt immer das Problem, wenn ich von hinten angeschossen wurde, dass ich so lange gebraucht habe, um mich zu drehen. Warte, ich guck grad mal. Was ist denn Standard? 5. Ganz ehrlich, ich glaube, dann lasse ich echt Standard. Oder taste mich dann dran. Ja, guck mal, wie langsam ich mich drehe.
Das ist jetzt voller Einschlag auf dem Controller. Ist halt echt zu langsam. Mit der Maus. Ja, mit der Maus ist natürlich was anderes. Aber mit dem Controller. Das ist halt Maus. Und das ist Controller. So, direkt wieder raus. Aber die Zone, also mir persönlich gefällt sie schon. Ist halt einfach mal was anderes. Was das ausmacht, wenn nur die Grafik ein bisschen anders ist. Ich weiß nicht, welches Spiel war das, wo die auf einmal auch die Grafik geändert haben, wo ich gedacht habe, hey, war das nicht sogar damals Super Mario, wo dann Paper Mario wurde? Wo das auch auf einmal komplett anders aussah. Ja, diesmal komme ich nicht auf den Berg. Also von hier würde ich echt immer sagen, versucht auf den Berg, habt ihr Loot, dann könnt ihr gucken, wer unten ist. Und habt dann. Natürlich nicht. Ah, von hier kommt, glaube ich, der andere eben. So, Cache haben wir aufgehoben. Jetzt muss ich noch da hochkommen. Komm, den Kill will ich jetzt auch nicht. Da hält mich jetzt immer noch. Spiel ich hier fangen jetzt oder was? Da ist die Munition da. Okay, den. Aber wenigstens ist der Kill da. Ah, Cash gibt's auch direkt. So, und jetzt lädt sich das Leben wieder auf. Aber nur, ne? Hallo. Nicht das normale Leben. So, jetzt haben wir das Cash doch schon gesammelt. Die Kills haben wir auch gemacht. Ja, ich werde das Video wohl dann ein bisschen zusammenführen. Ah, das Tempo. Ah, hier war safe noch eine Kiste. Ach, hier kann man nichts kaputt. Ah, doch, bei mir. Aber den Loot, den ich habe, der ist natürlich zum Heulen. Ah, doch, das geht auch kaputt. Irgendwann mal. Ah, ganze Container weggehauen. Was bringt mir dieses Cash? Ich. Loot-technisch sieht sie echt mau. Wo ist er? Da. Ach komm. Keine Chance. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit dem Controller-Einstellung. Ich kriege jetzt nicht mal einen mehr anvisiert. Ganz komisch. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit auch jetzt helfen. Wir gucken noch mal gerade rein. Herausforderungen. So, wie gesagt, Cash habt ihr ja jetzt gesehen in der Truhe. Und bei Gegnern sieht halt einfach aus wie ein Geldbündel. Und dein Gegner ist auch klar und Truhen ist auch klar. So, in dem Sinne würde ich sagen, haut. Nee, haut nicht rein. Wartet noch. Gucken, was wir als Belohnung kriegen. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht. Ich glaube, ein Banner? Nee. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Eben. Ich glaube, 500 EP oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ah, doch, 500 HP. Ah, genau. Und das Spreading. Und 500 TP. Ich wusste, irgendwas war noch mit Sprühen oder so. So, dann haben wir ja schon mal vier Sachen fertig. Wie gesagt, sammle Cash von Truhen von Gegnern. Sammle Cash von Truhen und Gegnern ist eigentlich simpel. Macht eine Kiste auf, ist immer Geld drin. Tötet einen, habt ihr auch Geld.
so eliminiere. Auch klar, drei Kills waren eigentlich auch easy und halt sieben Truhen suchen. Also in dem Sinne, das waren jetzt mal die einfachen Aufgaben. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Wäre nett, wenn ich ein Abo bekäme von euch. Wie gesagt, ich gebe mein Bestes. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.